Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mit diesem Wochenspruch aus dem Buch des Propheten Jesaja im 60. Kapitel, Vers 2, möchte ich Sie herzlich zu diesem Gottesdienst der Evangelischen Kirche Kirchlengern begrüßen. Heute ist der 31. Januar 2021 und somit der letzte Sonntag nach Epiphanias. Unsere Gottesdienste werden am Samstag für den darauffolgenden Sonntag aufgenommen, da Präsenzgottesdienste zurzeit nicht stattfinden. Unsere Kirche ist zur normalen Gottesdienstzeit von 10 Uhr bis 11 Uhr für Sie geöffnet, für ein stilles Gebet oder auch ein seelsorgerisches Gespräch. Unsere Kirche ist zusätzlich geöffnet am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr und am Donnerstag von 14 Uhr bis 16 Uhr. Ich möchte Sie hinweisen auf eine Kleidersammlung für Beete. Am Mittwoch, den 17. Februar und Donnerstag, den 18. Februar, können Sie in der Zeit von 9 bis 17 Uhr Ihre Kleider spenden am Evangelischen Gemeindehaus in Kirchlengern abgeben. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Und wir starten den Gottesdienst mit dem Lied »Gott ist gegenwärtig«. Sie finden es im Evangelischen Gesangsbuch unter der Nummer 165. Wir hören die Strophen 1, 6 und 7. Unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist sind wir als Gemeinde verbunden, auch wenn wir räumlich voneinander getrennt sind. Amen. Zu Beginn möchte ich beten mit Worten aus dem Psalm 97,
Ich spreche sie im Wechsel mit Mechthild Klute. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich. Und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her. Und verzehrt ringsrum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis. Das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit. Und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh. Und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, Herr, recht regierst. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen. Du bist hoch erhöht über alle Götter. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen. Aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen. Und Freude den frommen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn. Und dankt ihm und preist seinen heiligen Namen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören das Lied Morgenglanz der Ewigkeit. Sie finden es im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 450. Wir hören die ersten beiden Strophen. Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht.
Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Wir hören das Lied mit der Nummer 70, Wie schön leuchtet der Morgenstern, die Strophe 1. Heute am letzten Sonntag der Epiphaniaszeit, also der Zeit, die mitten im Winter dem Licht Jesu gewidmet ist, da bekommt der Morgenstern eine besondere Bedeutung. Er verbindet uns noch einmal mit Weihnachten und deutet doch schon voraus auf Jesus, den wiederkommenden Morgenstern. Die Christen in der zweiten und dritten Generation hatten sich bald in ihrer Umgebung mit ihrem Glauben eingelebt. Sie hatten sich damit abgefunden, dass Jesus doch nicht so schnell wiedergekommen ist, wie es die ersten Christen noch erwarteten. So kam es dazu, dass einige das Wiederkommen Jesu ganz in Frage stellten. Für sie war das Entscheidende passiert. Gott ist Mensch geworden, hat gezeigt, dass er bei den Menschen sein will. Nun mussten die, die Jesus vertrauten, sehen, wie sie ihr Leben gestalteten. Dabei ging ihnen mehr und mehr die Verbindung zu dem lebendigen Jesus verloren. Weil sie Jesus ja nicht mehr erwarteten, er für sie Geschichte war, rückten andere Themen wieder stärker in den Mittelpunkt und fesselten ihre Aufmerksamkeit. Der christliche Glaube war nicht mehr Zentrum ihres Lebens, sondern angenehme Begleitmusik. In einem Brief verdeutlicht der Apostel Petrus: Für uns ist das Thema, dass Jesus wiederkommt, nicht eines von vielen, die man glauben kann oder auch nicht, sondern es spiegelt unsere zentrale Beziehung zu Jesus wider. Sind wir wirklich in Liebe mit ihm verbunden, leben wir auf das Ziel zu, dass er bald kommt. Und damit die Christen damals und wir heute uns darauf wirklich verlassen, führt er zwei Beweisstücke an. Ich lese aus dem zweiten Brief des Petrus im ersten Kapitel die Verse 16 bis 21. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgehe
in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist Gottes, haben Menschen im Namen Gottes geredet. Himmlischer Vater, ewiger Gott, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, Petrus führt hier zwei Argumente oder Beweisstücke dafür an, dass Jesus wirklich wiederkommen wird und wir uns auf diese Ankündigung verlassen können. Das erste Beweisstück ist sein Augenzeugenbericht und das zweite ist die Heilige Schrift als eine zuverlässige Quelle. Zunächst das Erste. Petrus nennt hier ein bestimmtes Ereignis aus dem Leben Jesu, bei dem er als Augenzeuge dabei war. Es ist die Geschichte von der Verklärung Jesu auf einem Berg. Wir haben sie eben in der Evangeliumslesung gehört. Dieses gewaltige Erlebnis, an dem nur drei Jünger beteiligt waren, hat Petrus auf seinem weiteren Weg begleitet und wohl nicht mehr losgelassen. Am liebsten wäre er ja damals schon mit Jesus in dieser Herrlichkeitssphäre auf dem Berg geblieben und hätte Hütten gebaut. Und so beeindruckt war er davon. Da hat er gesehen, dass dieser Mensch, Jesus, Gottes Sohn ist. Er hat göttliches Wesen wie der Vater. Er ist allmächtig. Er ist unaussprechlich herrlich. Und nun schreibt er als Augenzeuge, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Er schreibt ja Griechisch, auf Griechisch und benutzt für Fabel das Wort Mythos. Ein Mythos ist ja so etwas wie ein Märchen, nur mit einem wahren Kern. Es gibt heute eine weit verbreitete theologische Ansicht, die Bibel sei so ein mehr oder weniger mythologisches Buch. Es gäbe zwar einige Tatsachen in der Bibel, die zwar so nicht passiert sind, aber die eine tiefere Wahrheit transportieren. Zum Beispiel, Jona war wahrscheinlich keine historische Gestalt, aber es ist wahr, dass Gott uns immer noch retten kann. Oder Jesus ist vielleicht nicht wirklich auf Wasser gegangen, aber die Wahrheit ist, er kann alles tun, um uns zu helfen. Und noch viel ernster, viele sagen heute, dass die Auferstehung nicht buchstäblich historisch stattgefunden hat, sondern es soll nur zeigen, dass Gott aus einer Niederlage einen Sieg werden lassen kann. Diese Art des Denkens ist stark verbreitet. Man glaubt, dass bei Gott alles möglich ist, aber dass die Wunder, die in der Bibel stehen, tatsächlich geschehen sind, das ist unmöglich. Tut mir leid, aber ich bekomme das nicht zusammen. Vor allem aber entspricht das nicht der Heiligen Schrift. Im ganzen Neuen Testament wird der Begriff Mythos immer negativ benutzt. Und so sollen wir die Heiligen Schriften eben nicht verstehen. Zum Beispiel schreibt Paulus, es wird eine Zeit kommen, in der sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Vielmehr werden sie sich immer neue Lehrer suchen, die ihren Bedürfnissen entgegenkommen und ihren Ohren schmeicheln. Aber vor der Wahrheit werden sie ihre Ohren verschließen und sich Mythen zuwenden. Petrus möchte hier klarstellen mit seinem Wort, dass die Geschichte von Jesus sich in der Kategorie von nachprüfbaren historischen Ereignissen befindet. Das ist nicht irgendein Eindruck oder eine innere Erfahrung oder eine ausgedachte Geschichte. Es ist eben kein Mythos. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln oder Mythen gefolgt. Liebe Gemeinde, das Christentum hat von Anfang an sich mit der Geschichte verbunden. Lukas, der Evangelist, wollte, dass seine Leser verstehen, dass er nachgeforscht hat über die Ereignisse, von denen er schreibt. Johannes wollte, dass seine Leser verstehen, dass die Wunder, von denen er schreibt, wirklich stattgefunden haben. Alle vier Evangelisten wollen, dass wir verstehen, dass Christus wirklich gestorben ist.
und dass das Grab wirklich leer war, dass er seinen Jüngern wirklich erschienen ist, dass wir Vertrauen haben können in diesen auferstandenen Christus. Und das ist der Punkt, den Petrus hier betont. Und hier ist die Verbindung zwischen der Verklärung und dem zweiten Kommen Jesu. Jesus offenbarte seine Herrlichkeit auf dem Berg. Er wollte ihnen eine Vorschau geben über die große Herrlichkeit, die kommen wird. Und das ist das Argument des Petrus. Ich sah die Herrlichkeit Christi auf dem Berg. Und dieser Christus kommt in seiner Herrlichkeit wieder. Ich sah die Herrlichkeit Christi auf dem Berg. Ich sah es mit meinen eigenen Augen. Aber lasst mich euch etwas mitteilen, was sicherer ist als meine Augen. Nämlich, du kannst den prophetischen Schriften mehr vertrauen als diesen meinen Augen. Und das ist der zweite Beweis oder das zweite Argument. Umso fester als mein Augenzeugenbericht haben wir das prophetische Wort. Das ist das zweite Beweisstück oder Argument des Petrus hier. Der Ausdruck prophetisches Wort in Vers 19 bezieht sich auf das geschriebene Wort, also die Schrift, von der in Vers 20 die Rede ist. Und das bezieht sich auf das, was wirklich niedergeschrieben ist. Nicht auf eine Rede oder das Gehörte, sondern auf einen geschriebenen Text. Und nicht nur die prophetischen Teile sind hier im Blick, sondern das ganze Alte Testament. Ein Beispiel dafür ist der Satz, den Petrus hier auf dem Berg gehört hat, den er zitiert. Du bist mein lieber Sohn. Dieser Satz findet sich schon im Alten Testament, nämlich in Psalm 2. Dort spricht Gott diesen Satz über den zukünftigen König, den er einsetzen will. Und alle Juden zur Zeit Jesu wussten, dass damit der lang erwartete Messias gemeint ist. Schon allein dieser Satz ist also ein prophetisches Wort, das in Jesus seine Beschäftigung, seine Bestätigung gefunden hat. Und dann weist er darauf hin, dass bei allen Weissagungen in der Schrift Menschen im Namen Gottes gesprochen und vom Heiligen Geist getrieben wurden. Verstehen Sie das bitte nicht falsch, dass nicht in Form eines mechanischen Diktates passiert. Also, das glaube ich zumindest nicht. Ich glaube vielmehr, dass Petrus oder die anderen Verfasser der biblischen Schriften ihren Verstand benutzt haben und alles, was sie gelernt haben und auch ihre Persönlichkeiten in den Schriften hindurchscheinen. Aber zur selben Zeit ist alles, was sie niedergeschrieben haben, von göttlicher Autorität, weil sie von einer göttlichen Quelle ausgegangen ist, nämlich durch den Heiligen Geist geboren und hervorgebracht. So kann man nämlich das Wort auch übersetzen, das hier mit getrieben übersetzt wird. Das Wort Phero, das griechische Wort Phero, kann auch übersetzt werden mit geboren werden. Es wird so hervorgebracht durch den Heiligen Geist, so dass es in einem gewissen Sinn von beiden, von Gott und Mensch, geschrieben wurde, das Wort Gottes. Ich finde, das ist am besten vergleichbar mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott, vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Und so ist für mich auch die Bibel vollkommen menschliches Wort und vollkommen göttliches Wort. Die Weissagungen in der Schrift haben den Gottessohn angekündigt. Und die Apostel geben uns mit dem Zeugnis über den gekommenen Gottessohn die rechte Auslegung darüber. Und so zeigt sich in beidem, also in Verheißung und apostolischer Auslegung, der Heilige Geist am Werk, der durch beides unseren Glauben fest und gewiss machen will. Und so schreibt Petrus, ist das Zeugnis der Schrift gewiss und vertrauenswürdig. Liebe Gemeinde, und darum sollten wir auch die Bibel lesen und der Heiligen Schrift so zuhören, als würden wir Gott selbst zuhören. Und wer so in der Bibel liest, wird erfahren, Gott redet mit mir. Und plötzlich geht mir ein Licht auf über mich selbst und meine Situation, auch über Gott und über Jesus. Also noch bevor der Tag seiner Herrlichkeit, seinem Wiederkommen anbricht, gibt Gott uns durch den Heiligen Geist und die Heilige Schrift Orientierung.
und macht unser Leben hell. So verändert der wiederkommende Jesus Christus schon hier und heute unser Leben. So können wir mutig und gewiss unseren Alltag annehmen und leben, denn das Schönste kommt ja noch. Zum Schluss und geleit möchte ich Ihnen noch einen Liedtext mitgeben, der unseren Bibelvers aufnimmt, unser Bibelwort. Gottes Wort ist wie ein Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt. In Bedrängnis, Not und Ängsten ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun hören wir das Lied Auf, Seele, auf und säume nicht unter der Nummer 73. Sie hören die Strophen 1, 3 bis 6. Gemeinde ist verstorben und wir haben von ihm Abschied genommen. Wolfgang Große-Bulk am Heuerlingsteil 36, er wurde 71 Jahre alt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich für die Angehörigen, dass du sie tröstest und dass du Wolfgang Große-Bulk Frieden schenkst, ewigen Frieden. Himmlischer Vater, du bist das Licht, das alle Finsternis in uns und in dieser Welt überwindet. Du hast uns in deinem Sohn das Licht der Welt gesandt, damit in einem jeden von uns die Dunkelheit vertrieben wird. Herr, wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass sie dein Licht weitergibt, dass sie es selbst empfangen hat. Lass uns an unserer Berufung festhalten, dass wir der Wahrheit und der Gerechtigkeit dienen. Und lass uns offen bleiben für dein Wirken in dieser Welt. Herr, wir bitten dich, dass die Einsamen hier ein Zuhause finden und die Suchenden Orientierung. Lass die Menschen hier gestärkt werden, denen in ihrem Leben manches zu Bruch gegangen ist, denen der Sinn des Lebens fraglich geworden ist.
Herr, wir bitten dich, dass es uns in der Gemeinde gelingt, die Niedergebeugten aufzurichten, die Traurigen zu trösten, die Kranken zu besuchen und die Alten nicht allein zu lassen. Hilf uns, dass wir uns immer wieder von deiner Liebe anstecken lassen und sie weitergeben. Und wir bitten dich um deinen Segen und deine Führung in der nächsten Presbyteriumssitzung, dass wir Beschlüsse fassen, die dich verherrlichen und deiner Gemeinde und deinem Reich dienen. Als Kinder des Lichts beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und bewahre euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.